Das ist noch ein Zombie-Video, also Zombie 9 letztendlich. Aber das ist so intensiv und gepackt und relativ interessant, auch unter dem Aspekt letztendlich Narzissmus, weil das ist einfach, ja, es ist um uns rum, es begegnet uns ständig und es wanzt sich ran. Insofern ist die Geschichte relativ interessant. Er nannte sich JR und der war ja schon in Dallas der 80er eine total fiese Ratte gewesen. Kompletter Unsympath und ein sehr gefährlicher Spieler. Freund JR bei den Knuddels konnte mir leider nicht erklären, warum er sich ausgerechnet diesen Namen gewählt hatte und nicht nun Bobby Ewing oder Jay Krebs hieß. Ray Krebs, ich meine, unter uns, man wählt ja nun eigentlich keinen Nick ohne emotionalen Bezug, ne? Man will ja was darstellen und ausdrücken. Er sah aber ausnahmslos gut aus für mich. Einer von diesen mickrigen 15% da, die man ohne Brechreiz angucken konnte, tatsächlich. Er besaß fantastisches, honigbraun, brünettes, gewelltes, volles, halblanges Haar, das er so lässig nach Art einer Windstoßfrisur trug, so wie Harry Potter gerade vom Besen abgestiegen, ne? Über seiner edlen Kinn- und Mundpartie und den sexy dunklen Bartschatten steckte vorne eine braun-goldene Sonnenbrille auf der geraden Nase und darüber blickten mit gesenktem Kopf zwei schmale, dunkle Augen, leicht amüsiert und sehr fest den Betrachter an. Ziemlich sexy. Wir hatten ein intensives Gespräch. Irgendwann fragte ich, ob er nicht mal auf WhatsApp wechseln wollte. Da erstarb das Gespräch und kam nicht mehr in Gang. Tage später war er dann wieder da. Warum er wortlos verdunstet war, thematisierte er aber nicht. Er teilte mir mit, er sei schüchtern, was ich mir bei seinem eher markigen Auftreten so nicht erlaubt hätte zu denken. Aber ich nehme immer erstmal alles hin, was mir jemand über sich selbst zu deponieren wünscht. Der wird das ja schon wissen, was er da sagen will. Und dann ging es irgendwie plötzlich ab und er erzählte, dass er seine Eltern gar nicht kennt und dass seine Mutter an Krebs gestorben war und da war er erst 3 und sein Vater ins Heim und die wieder um ihn gekümmert. Wir sprachen intim und intensiv und ich hatte den Eindruck, er sagte die Wahrheit. Unser Gespräch kribbelte. Am nächsten Tag war er wieder da und entgegen meiner sonstigen Gewohnheit begann ich etwas zu spielen. Es war so geil intensiv. Ja, er wollte mir einen Kuss geben und ich sagte auf die Stirn bitte. Und er sollte meinen Kopf an den Schläfen festhalten und da flippte der total aus. Ja, oh mein Gott, Wahnsinn, du gehst mir durch und durch, du gehst mir voll unter die Haut, das ist ja total erregend. Mich trafen seine Wellen von Verlangen und Sehnsucht und auch Lust. Es traf mich richtig, also das war nicht gespielt, den Eindruck hatte ich nicht. Das war zu spontan und zu auch zu unrein. Einfach so, wosch, oh mein Gott. Ne? Irgendwas ging hier gerade ab. Und das ließ mich auch nicht ganz ungeschoren. Da schwappten, genau, da schwappte irgendwas rum. Er pischte sich ran und sagte, Amber, ich mag dich. Das ist die erste Stufe einer Liebeserklärung. Er hatte bereits begonnen, mich Schatz und Honey und Darling und sowas zu nennen. Irgendwas passte mir nicht. Aber ich bekam ihn nicht zu fassen. Und ein reales Treffen schien er nicht mal angepeilt zu haben, obwohl er aus Hamburg kam. Ich nannte ihn schließlich einen Spieler und er widersprach nicht. Er sagte viel eher, das Spiel doch etwas sehr Schönes sei. Das fand ich aber gar nicht. Und nachdem wir uns verabschiedet hatten, ging ich nochmal auf sein Profil und sah dann erst verheiratet. Daraufhin sagte ich, dass mir Spiele gar nicht gut täten und dass ich die blöde Made das jetzt eben gerade erst mitgekriegt hatte, dass er verheiratet war, natürlich hier nur zum Spielen war. Und er schrieb, okay, schade, aber ich mag dich wirklich gern, Ember, aber an sich geht's eben nicht. Und da sagte ich schon bei mir, der Absprung war jetzt zu elegant, zu schnell, zu symptomlos. Da kommt noch was nach. Und so war es auch. 12 Stunden später schickte er mir einen unglücklichen Smiley. Ich fragte, was das solle. Und er sagte, er dächte an mich. Es wäre ganz einfach Bullshit, wie das jetzt gelaufen wäre. Und in einem anderen Leben wäre es alles ganz anders gekommen. Ich sagte angeödet, Gerede. Und er gab zu, ja, möglich. Was ich da noch nicht mit einrechnete, war die Tatsache, dass einige Leute auch Bullshit redeten, nur um nicht die Wahrheit sagen zu müssen. Nämlich, wie es wirklich gerade um sie stand. Und dann sagte er, ich hätte ihn verzaubert. Wir kamen uns irgendwie wieder näher. Ich fand ihn ja spannend. Trotzdem. Ja, ich
fand ihn spannend. Und er erzählte eben auch, warum er mit seiner Ehe da nicht weiterkam. Da gab es eben keine Intimität mehr und nichts. Man hatte sich auseinander vegetiert. Also es war ja durchaus möglich, dass die sich dann ja auch trennten. War ja möglich. Also nicht, dass es gesagt hätte, aber wenn er so in mich verknallt war, dann würde das ja möglicherweise auch irgendwann Konsequenzen fordern. Irgendwann fragte er mich leicht verzweifelt, ob man sich wirklich virtuell verknallen könnte, weil das sei ihm gerade passiert. Und er sagte etwas merkwürdig, was nicht nach Spiel klang. Du hast mich voll am Haken, Frau. Ich hatte schon früher darüber nachgedacht, was wir da angezettelt hatten und teilte ihm meine Einschätzung für diese heftigen Gefühle mit. Ich hatte ja auch, also ich reagierte ja auch extrem positiv auf ihn. Dass nämlich zwei nach wahrer Liebe aufgehungerte Einsamkeiten, die sich in ihrem Wesen verkannt fühlten, die sich auch nicht teilen konnten und auch mit diesen ganzen Ignoranten und Konsumenten nicht mehr wollten, sich hier nun glücklicherweise oder unglücklicherweise getroffen hatten und aufeinander geknallt waren. Er war baff erstaunt, sehr ergriffen und stimmte mir vollumfänglich zu. Okay, im Internet kann jeder allem zustimmen, wenn es denn irgendwie gerade den eigenen Zielen dient. Vorsicht, das darf man nicht außer Acht lassen. Er sagte, er sei in schwerer Versuchung. Das Gespräch endete intensiv mit der Frage, wann darf ich kommen? Mein armes kleines Herz machte einen Sprung vor Glück. Er plante tatsächlich, mich zu sehen, wie wundervoll das war. Ich schwebte ein paar Stunden herum und 3,5 Stunden später traf mich dann sehr hart der Hammer und ich schlug auf den Boden der Tatsachen auf. Er plänkelte und kam auf den letzten Satz gar nicht mehr zu sprechen, der mir so auf der Seele brannte. Ich musste ihn tatsächlich darauf ansprechen, was mich schwer nervte. Er stellte sich doch noch dumm, ob ich da gerade den Satz mit dem Kommen gemeint hätte. Und ich antwortete dann total schockierend, alles hat seine Zeit, Amber, ich hab dich lieb. Daraufhin entspann sich ein sehr destruktiver Dialog, der so aussah, als wenn er mich voll verarscht hatte und das auch endlich zugab. Ich schrieb, endlich bist du mal ehrlich. Und er sagte, ja, das hat auch gedauert. Dann schwenkte er plötzlich um und teilte mir mit, dass er mich lieb habe, mir nicht wehtun wolle und gar nicht begriff, was hier jetzt gerade passiere und dass hier irgendwie alles schief ging und er wisse gar nicht. Und ihm bedeutete das alles viel mehr, als ich ahne. Und es machte ihn traurig, dass ich das nicht erkenne und schwindelte. Mir kam das alles irgendwie irre vor. Ich schlug dann vor, mal kurz zu telefonieren, weil ich hatte auch begonnen, ihn sehr gern zu haben. Und ich sei deswegen so wütend, weil er mich verarscht fühlte. Er schrieb, ich liebe dich, Ember. Das ist so irre, das ist so verrückt. Wir telefonierten. Aber auf das Drama kamen wir, auch wegen der Kürze der Zeit, nicht zu sprechen. Ich sprach es am nächsten Tag an, dass mich das so geflasht hätte, dass ich es nicht mehr loslassen konnte. Und er sagte, blöd, ja, da bleiben wir am Ball, wenn du das möchtest. 1A Verladetaktik. Er selber kam nicht mehr drauf zu sprechen, obwohl ich ihm signalisiert hatte, dass ich Schmerzen und Probleme damit hätte. Komisch. Wenn man jemanden angeblich liebt, ist es einem ja nicht gleichgültig, wenn derjenige sagt, mit deinen Worten habe ich ein Problem. Da kommt man doch wohl mal drauf zurück, und zwar freiwillig. JR tat es nicht. Störte ihn vielleicht durch zu viel negative Realität. Es hing mir also ganz alleine nach. Und erst als ich es in größerer Distanz später noch einmal las, fiel mir auf, dass er mich eventuell überhaupt nicht richtig verstanden hatte und dass wir voll aneinander vorbeigeredet hatten, eventuell. Ich auf der Beziehungsebene und er eher philosophisch. Und darum hatte er möglicherweise auch nicht begriffen, was auf der Beziehungsebene passiert war, weil für ihn war auf der Beziehungsebene gar nichts passiert. Und er war erst zurückgekehrt, als ich sichtbar ausflippte. Dennoch blieb der Satz in mir hängen. Endlich bist du mal ehrlich. Ja, das hat gedauert. Und er sagte, dass er vorhin schon geplant hatte, nächstes Wochenende eigentlich zu mir zu kommen. Aber auch darauf kam er nicht mehr zu sprechen. Alles wird gut, Schatz. Es wird passieren. Und so weiter. Verladetaktik. Verladetaktik. Und ich wurde auch noch weiter runtergekocht. Als ich nämlich seine Stimme gehört hatte, war ich sofort total enttäuscht. Hell und irgendwie etwas quäkend. Total unsexy. Passte für mich überhaupt nicht zu seinem schönen Bild. Und dann fiel mir auf, dass er sich null für mich interessierte. Also mal wieder so einer. Der hatte mich nach 2 Wochen immer noch nicht gefragt, was ich beruflich machte. Ob ich verheiratet sei, ob ich Kinder hätte, wie ich wohnte. Nichts, gar nichts.
Der fragte nicht, was ich gerne tat. Er fragte mich nicht mal, was ich für einen Hund hätte. Der fragte mich nicht mal nach meinem Hund. Ich machte dann ein ausgedehntes Interview mit ihm, begann bei seiner Leibspeise, endete bei Menschen. Auch das kochte mich dann etwas weiter runter, aber frag bitte nicht warum. Sein Leibgericht war Rouladen und Kartoffelpüree, was ich ganz schrecklich finde und total unsexy. Ja gut, nennt mich einen Snob. Seine Lieblingsfilme waren Der Weiße Hai und Lawrence von Arabien, was ich auch ziemlich. Ich fragte ihn, der ja angeblich Film- und Medienwissenschaft studiert hatte, was daran jetzt so essentiell für ihn gewesen sei. Und die Antwort kam voll aus der Sonderschule. Geh nicht ins Wasser, geh nicht in die Wüste. Auch Nachfragen verhalten. Er fand das einfach nur schreiend komisch, was er da gesagt hatte. Auch hier, wo es ja vor Vorlagen nur so wimmelte, hakte er nicht ein einziges Mal ein und fragte, und dein Leibgericht? Und dein Lieblingsfilm? Nichts, nichts, gar nichts. Dann sagte er irgendwann, jetzt sei er mal dran und stellte mir eine einzige Frage, ob nämlich das perfekte erste Date mit einem Kuss enden würde. Und schweifte dann aber sofort wieder ab, stellte aber nicht fest, dass er mich gar nichts gefragt hatte und dann war er auch wieder mal weg für heute. Da das Leben mich aber schon so dermaßen gefickt hat, hatte ich mich in den letzten 15 Jahren massiv verändert. Wo ich früher nur auf Sendung teilen, raushauen war und mach das Innere öffentlich und auf alles einging, zu allem, was zu sagen hatte und zu jedem auch völlig, trotz völlig fehlender Sachkenntnis, eine Meinung vertrat und das auch gern rücksichtslos auf Event und Empfänger irgendwann raushaute, war ich heute extrem introvertiert. Kurz, ich sage überhaupt nichts mehr über mich, außer hier zu euch auf dem Kanal, wenn ich nicht direkt gefragt werde. Ich denke oft, dass Leute, die mich von damals kannten, mich heute gar nicht mehr wiedererkennen würden. Und das liegt an drei Faktoren, die ineinander greifen. Der erste Grund ist, ich bin das Desinteresse, die Ignoranz und die Demenz meiner Mitbürger so dermaßen leid, dass ich wirklich mich schwer frustriert und abgefuckt nennen darf. So, ich habe meine Begeisterung verloren, meinen Pep. Die Begeisterung an Menschen, an scheinbaren Beziehungen, an scheinbaren Beziehungsangeboten, an scheinbarer Intimität, an scheinbarer Intensität, Pseudo-Intensität. Diese Begeisterung war 40 Jahre lang ein wilder, ungebärdiger Teil an mir, der mich sehr definiert hatte. Der ist für immer verbrannt. In einem positiv getriggerten Roman würde man wohl sagen, ich sei doch noch erwachsen geworden. In einem nicht ganz so positiv getriggerten Roman hatte sich die Protagonistin klammheimlich aus dem Rampenlicht verfalzt und sich dann still unheimlich seelisch einfach verpisst. Sie war es leid, nicht verstanden zu werden. Sie war es leid, dass ihre Botschaften blick- und gehörlos einfach by the way konsumiert wurden. Du aber mal was ganz anderes. Dieses in ihrer Prägnanz, Eindringlichkeit und Ernsthaftigkeit, dass das gar nicht erkannt wurde. Wenn sich überhaupt jemand die Mühe je gemacht hat, hinter die scheinbar ja so robust intellektuelle Fassade zu blicken, die hochsensible, hochbegabte zu entdecken, diese schimmernde Sprache zu entschlüsseln, macht ja keiner. Das hat in den letzten 20 Jahren keiner mehr gemacht. Sie war es leid, all das morgen schon nicht mehr erinnerbar war, was sie heute gesagt hatte. Sie war es leid, dass sie vor aller Augen zugrunde ging, davon berichtete, dass sie vereinsamte, in ihrer zarten, doch so starken Art und dass die angeblichen Freunde nur sagten, aber jetzt was ganz anderes. Also was darf man ausbrennen? Das habe ich mir erlaubt und das habe ich auch gemacht. Und der zweite Grund ist, ich habe gelernt zu spüren, wenn dem anderen kein Platz ist, kein Raum. Weil der alle Chunks mit sich selber voll hat und der Rucksack ist so fett gepackt, der kommt sowieso schon nicht durch die Felsspalte, mit seinem eigenen Scheiß schon nicht. Und dann sitze ich noch oben drauf. Da muss ich mich nicht noch oben mit drauf, mit meiner ganzen Komplexität, was soll das bitte sehr bringen? Das kann der doch gar nicht erfassen. Das Beste, was mir passieren kann, ist, dass ich freundlich konsumiert werde und dass heute weder die Botschaft gehört noch morgen erinnert wird. Danke. Hatte ich bereits von. Ich merkte, ich bin voll, ich will was erzählen, ich muss was erzählen, ich muss was teilen. Und ich krieg den Mund nicht auf, weil vor mir eine Mauer steht. Schlechtestenfalls knall ich schmerzhaft dagegen, bestenfalls tropfe ich einfach ungesehen ab. Also schlucke ich das einfach runter und schweige. Es wird nicht bemerkt. Mein Fehlen in dieser Beziehung wird nicht bemerkt.
Es tut nicht mehr weh. Früher, als ich damit angefangen habe, da hat das richtig mächtig wehgetan, ganz, ganz doll wehgetan. Denn ich fragte mich dauernd, warum bemerkt denn keiner, dass ich gar nicht teilnehme, dass ich gar nicht mitspiele, dass ich gar nichts sage? Warum merkt der das denn nicht? Aber es bestätigte mich nur, genau das war's ja, warum ich schwieg. Genau das war's. Ich bin in Sicherheit. Niemand fällt es auf, niemand fragt was. Ich stehe im Dunkel und das merkt keiner, dass ich gar nicht stattfinde. Und weil ich den vollen Raum im anderen spüre, etabliere ich einfach nichts mehr drin, eben weil ich ja weiß, dass ich da nichts frei bewegen kann. Dass Dinge missverstanden, fehlgedeutet oder eben nach Batchverfahren nur oberflächlich kurz abgeschrabt werden. Darum und auch um meine Sicht nötigenfalls zu korrigieren, kontrolliere ich meine Wahrnehmung immer engmaschig. Ich will ja keine falschen Urteile fällen und eine Chance verpassen, wenn es eine gegeben hätte. Das tue ich, indem ich Köder lege. Und ich kann das nur sehr warm anraten, wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht auf der Gegenseite. Köder sind für mich Informationen, die keine sind. Sprich, Informationen, die ohne eine Nachfrage nicht funktionieren. Interessierte, wache, liebende Leute bleiben hängen und sagen, okay, aber was, wie, warum? Input, Input. Die wollen die ganze Geschichte hören, die wollen verstehen, was ich gesagt habe. Die Fed-Ups, wie ich sie nenne, also die Satten, die Vollen, die ziehen blick- und gehörlos an Ködern vorüber, auch bei Wiederholung, und bemerken weder die angetäuschte Information, noch dass das Gespräch, was ich angetäuscht habe, gar nicht stattgefunden hat, weil die gar nicht eingestiegen sind. Im Fall von J.R. ging ich eben Gassi, sagte aber nicht mit wem und er fragte nicht. Dann sagte ich, für meinen Traumberuf bräuchte ich Mentorin, die man aber nicht ohne weiteres finden könnte und ich auch nicht wisse, wo ich gucken soll. Er fragte nicht, dass mein Traumberuf Juwelendiebin ist. Hat er noch nie erfahren über den Dächern von Nizza, ne? Aber es fehlt ihm auch nicht. Sowas macht einsam. Egal, ob man nun abgeklärt ist oder nicht. Wenn er mal fragte, wie es mir ging, und ich sagte nicht so toll, hielt er nicht inne. Er konsumierte die Antwort wie die Nullbotschaft, die scheinbar seine Frage war. Er fragte nicht, was ist los, kann ich dir irgendwie helfen? Und auch wenn ich negativ reagierte, sagte er nur, du bist immer so ernst und gedankenschwer, da fehlt doch die Leichtigkeit, das ist doch schade. Da sprach Spieler Leichtfuß. Der will sich ja amüsieren mit mir, also muss ich ja heiter und fluffig sein. Ich antwortete, mir geht es aktuell psychisch nicht gut. Und nebenbei gesagt ist Pessimismus immer die Schwester zu vieler negativer Erfahrungen. Er hielt nicht inne. Das war ja nicht mal ein Köder. Das war der Dampfer mal in die Fresse, ne? Negative Erfahrungen. Oder spricht jemand? Er hielt nicht inne. Er sagte nicht, was für Erfahrungen sind das? Kannst du mir eine Essenz geben, damit ich sehe, was dich beschäftigt und wo du stehst? Nichts, nada, nothing, gar nichts. Er thematisierte auch das Treffen nicht. Auch nicht das fehlende Treffen. Er ignorierte das Thema einfach wortlos. Das ging mir tierisch auf den Zünder. Auch weil es so Respekt, Kontakt und fühllos war. Und final abgekocht wurde ich dann, als wir auf Signal switchten. Und das auch erst, nachdem ich ihn drauf angesprochen hatte, dass mir das tierisch auf die Nerven ging da in diesem verdammten Forum. Und dann sah ich plötzlich ein aktuelles Foto. Ich wusste ja nicht, dass das Brillenfoto nicht aktuell war. Aber als ich das aktuelle sah, wusste ich das dann. Da stellte sich nämlich raus, dass J.R. dann doch wohl schon so bummelige 5 Jahre seit dem Brillenfoto auf dem Buckel hatte. Also mindestens, vielleicht sogar 7. Denn nun war er nicht mehr honigbrünett, ausgebleicht, Sonne oder so, sondern dunkel und deutlich graumeliert. Auf dem Brillenbild war nicht ein einziges graues Haar zu sehen gewesen. Nicht eines an der Schläfe, nicht eins. Außerdem hatte er, das war mir schon bekannt gewesen, weil das schon erwähnt gehabt hatte, leider ein völlig unsexy alte Herrenkinnbart. Und da saßen mittlerweile mindestens 20 Kilo mehr drauf auf dem guten alten JR als auf seinem Profilbild. Und das fand ich eben auch wegen dieser schmalen Schweinsäuglein richtig feist. Scheiße. Dann wahrscheinlich auch mit prächtigem Vorbau dann mal wieder.
Ich hätte ihn aufgrund dieses neuen Bildes nicht als den von dem Brillenbild wiedererkannt. Und ich realisierte angeätzt bis ins Mark, dass ich schon wieder auf einen Mann reingefallen war, der gar nicht existierte. Wir wollen mal nicht vergessen, dass der gute alte J.R. nicht ein einziges Mal auf die Bremse getrampelt ist und sagte, Achtung, das Bild ist schon älter, ich gebe dir mal lieber ein frisches. Hat er nicht gemacht. Ein gemütstoter Zombie mit emotionalen Aufwallungen. Lovebombing. Ich war enttäuscht. Bitter enttäuscht. Und das war auch gut so, denn dadurch entliebte ich mich bereits. Und die Beziehung entwickelte sich genauso. Er wusste, dass es mir nicht gut ging, er kümmerte sich nicht drum. Er wusste, dass ich handarbeitete, aber er kümmerte sich nicht drum. Er wusste, dass ich einen Hund hatte, aber er kümmerte sich nicht drum. Wie immer in solchen Konstellationen setzte die Galane dann ja immer noch einen drauf, ne? Und in diesem Fall machte ich den Fehler und redete dann doch aus Versehen mal von mir. Ich berichtete von meiner Erschöpfung, dass schon wieder Männer mir mitteilten, dass ich sie errege und sie geil auf mich seien und dass sie mir gerne Fotos von Bananen schicken würden. Oder mich was Dringendes fragen. Ich endete in einem Verzweiflungs-Smileys und der Passus einfach schrecklich. Die Antwort zeigte mir überdeutlich, dass JR alles war, aber weder sensibel noch empathisch. Und dass er ganz offensichtlich auch überhaupt null Platz in sich hatte. Ja, ich verstehe die Männer da schon auch. Lach geht mir ja ganz ähnlich. Lach. Aber ist doch im Prinzip ein Kompliment, oder? Lach. Die dumme Gefühllosigkeit dieser Äußerung flashte mich negativ brutal. Da stand da schon schrecklich drin, für all die unsensiblen Trampel. Und der Troll stampfte drüber weg und lachte sich schief und sagte, was für ein tolles Kompliment. Ich schrieb angeätzt meine Rede. Mitgefühl und Empathie werden brutal überschätzt. Das braucht doch wirklich keiner, jetzt irgendwie auch noch wahrgenommen zu werden. Und die Antwort triefte vor Verständnis. Ach, naja, sollte alles im Balance sein, oder? Und ich völlig angepisst, hey, alles mega geil immer. Und das Sensibelchen postete, deshalb liebe ich dich, du bist so herrlich positiv. Kuss. Ich antwortete ohne Worte. Und das Sensibelchen setzte nach, aber nicht mit, aber nicht ohne Gefühle. Und ich dachte bei mir, ja, mit Gefühlen, deine Darmwinde wahrscheinlich. Ansonsten kriegst du doch überhaupt nichts mehr mit hier, du Troll. Er laberte weiter und ich sagte, nach der Reaktion von eben habe ich einfach keinen Bedarf, noch irgendwas von Belang zu sagen. Antwort. Von welcher Reaktion sprichst du bitte? Du siehst mich mit den Achseln zucken. Ich ätze zurück. Ich synchronisiere mich nicht nach. Zumal dann nicht, wenn es ja Verläufe gibt. Die dumme Antwort zeigte seinen Tod. Okay. Schade. Und ich, warum auch immer blöd, ich weiß schon, ließ bloß nichts nach. Das wäre ja echt energielos, jetzt irgendwie hochzuscrollen. Und das Sensibelchen sagte, ja gut, lassen wir es dabei. Alles gut. Genau. Alles gut, Schatz, ich liebe dich. Ich sagte echt entnervt von so viel Abgestumpftheit, guter Gott, sind wir vielleicht doch etwas begriffsstutziger? Und er pumpte sofort grobbellos. Sei vorsichtig, ja? Du hast mir jetzt schon öfter zu verstehen gegeben, dass ich dir zu langsam denke. Lass das bitte besser nach. Irgendwann lächle ich das nicht mehr weg. Irgendwann reicht's. Ne? Ne? Und ich dachte, super. Das unsensible Aueräxchen zieht gleich aufs Schlachtfeld, wenn sein kleines Ego angebufft wird und weist mich rüde zurecht, mich. Ich hingegen habe es mir leider gespart, ihn einen unsensiblen Trampel zu schimpfen, der er ja ist. Und mir dafür jetzt auch noch eine böse Erziehung reingezogen. Hier läuft doch aber was richtig schief. Es endete natürlich, wie solche Sachen immer... Wie solche Sachen immer enden. Und zumeist tun sie das eher früher als später. Zum Glück liebte das Dickerchen mit der Fiepsstimme ich ihn da schon nicht mehr. Ich hatte mich schon entliebt. Ich zuckte die Achseln und löschte ihn. Einer mehr. Mai. Er schrieb mich an. Geht's dir besser? Gestern wirktest du ein wenig durch den Wind. Projektionstransfer, ne? Ich war durch den Wind. Ich hatte keine Schmerzen. Ich hatte nicht psychisch irgendwas auf der Pfanne. Ich hatte kein Anliegen. Ich war nicht getroffen. Ich war durch den Wind, wuschelig, verrückt.
Ich sagte ihm, dass ich mit Missbefinden auf eine grobe Unsensibilität reagiert hätte und nicht durch den Wind gewesen war. Er verstand nichts. Ich erläuterte ihm meine Raumtheorie und dass da eben einfach vieles nicht stattfinden könne, weil er einfach voll war, was mich nicht ärgerlich, aber traurig machte. Er dankte für die Erläuterung und sagte, es täte ihm leid. Ich stellte ihm den Raum, ob er das wirklich komplett erfasst hätte und ich würde ihm gerne helfen, wenn nicht, wobei es eigentlich auch nichts nützt. Die Antwort kam aggressiv. Hättest du mich für blöd oder was? Ich sagte, den negativ-emotionalen Gehalt seiner Äußerung missdeutend. Komisch. Sollte ich? Das habe ich übersehen. Die gesunde Antwort wäre gewesen, na dann ist ja gut. Die kranke Antwort zeigte aber leider das volle Ausmaß seiner sogenannten Liebe. Okay, ich habe dir schon gestern Nacht sagen müssen, sei vorsichtig, was du zu mir sagst. Eine Warnung, die zweite bereits innerhalb von 24 Stunden und ich reagierte jetzt ungeschönt angepisst. Das sind eben nur Erwähnungen, die nicht gerade Mainstream sind. Da dürfte man auch schon mal stutzen, meiner Meinung nach. Seine Antwort in unverbrüchlicher Liebe. Okay, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich sagte, du attackierst mich wegen einem Spiegelkampf. Ich habe tatsächlich sogar sehr empathisch gesprochen. Er war unversöhnlich gegen mich, missfähig. Du warst unverschämt. Gut, dafür musst du natürlich jetzt bestraft werden, ist klar. Er sagte, lassen wir es jetzt hier enden. Ständig. Ich sagte, passt irgendwie. Reagierst wegen Empathie angepisst. Du bist ein Arsch. Jetzt wirst du auch noch billig. Ja, recht und billig. Endlich mal. Es wäre interessant zu wissen, was und ob da was passiert und ob der das nochmal nachliest. Aber egal, ich bin weg. Für immer. Ständig. Und ich bin froh, denn ich war gestern schon extrem angestrengt, als er wieder um 10:30, als sein Schätzi ins Bett gewankt war, wieder das scheiß Gechatter anfing. Es störte mich beim Häkeln, es störte mich beim Denken, es störte meinen Frieden. Ich hatte ihn immer für einen Spieler gehalten, der sich in einem aufgefropften Lovebombing irgendwie aufpuschte. Irgendwie hat das alles für mich nicht gestimmt und ich hatte mich nicht getäuscht, leider. Und nun war wieder Freitag. Eventuell wurde ihm klar, dass die Luft jetzt langsam etwas knapp wurde, wenn er jetzt hier nicht langsam auftauchte, was er aber ja nur gar nicht vorhatte. Und dann eskaliert man so eine verfahrene Situation eben an der nächstgelegenen Wand, an einer völlig irren Stelle über die Klinge. Ein Hoch auf die Instinkte. Muss man das eigentlich immer noch so abfeiern? Schickt mir bitte mal einen fetten virtuellen Arschtritt, die Firma. Dank. Ich habe ja super Instinkte und ich täusche mich auch nicht. Das war ein Narzisst. Und das hatte ich immer noch festgestellt, dass der mich in seiner narzisstischen Wut aus dem Feld gerempelt hatte. Durchschnittliche Tragedauer, ihr kennt das ja zur Genüge, 10 Stunden. Schon kam eine PIN auf Signal. Schade. Mehr nicht. Schade. Nicht mal Satzzeichen. Nachdem ich in doofer Weise auf seine erste Rückkehr diesen Smiley ja reagiert hatte und mich zurück an den Spieltisch hatte holen lassen, hoffte er jetzt, dass er das mit seiner Invasivkommunikation wieder schafft, an Punkt landete und ich drauf ansprang. Ja, schade, oder was ist denn schade? Ich sah sein feißes, dickes Gesicht auf Signal, spürte Übelkeit und Ärger in mir aufsteigen, dass ich mich beim ersten Mal auf diesen beschissenen Smiley reagiert hatte, obwohl das eine totale Nullbotschaft gewesen war. Das zeigte doch nur, dass der Troll keinerlei soziale, emotionale Intelligenz beherrschte und mich und meine Arbeit brauchte, um hier weiterzuspielen. Typisch Narzisst eben. Scheiße. Und dann schade. Schade, ey. Schade was? Dass er aufgeflogen war? Dass das schöne Spielchen jetzt wieder vorbei war? Dass er sich jetzt abends langweilte, wenn Schatzi ins Bett gewankt ist? Dass seine Hoffnung, sich ein gepflegtes, erregendes Sexting aufzubauen, gefloppt ist? Fing doch so gut an mit Ember, ich liebe dich, da geht doch was, da geht doch was. Schade, dass er seine Liebe verloren hatte? Da ist das Wort schade doch wohl ein Witz und eine Beleidigung. Das ist nicht schade, das ist tragisch. Tragisch. Und dass er nicht liebte, zeigte sich ja deutlich. Weder dünscht man jemand wegen einem Witz, den man verpasst hat, noch diszipliniert man ihn am WhatsApp, noch wanzt man sich mit Minimalkonversation an ihn wieder ran. Schade. Man hat dann schon auch was zu erzählen, wenn man liebt. Hatte der aber nicht. Lovebombing. Puff. Wie er ahnt. Nach 12 Stunden machte er den nächsten Vorstoß, indem er auf dem schicken Bild bei Knuddels in dem Forum 2 Smileys und Sorry schickte. Wieder ohne Satzzeichen. Zuerst dachte ich, er habe seinen Fehler erkannt. Dann aber stellte ich fest, nein, nein, hatte der nicht. Der entschuldigte sich für gar nichts, außer für sein Auftauchen. Und dass er mir
jetzt wahrscheinlich Schmerzen bereitete mit seinem Auftauchen. Es ist ätzend und schön zu erleben, dass mit solchen Trollen immer dasselbe passiert, egal wer die sind. Und das ist die Geschichte von J.R. Schönes Lehrstück, oder? Hab euch lieb. Tüdelü.